Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Die Gerüchte zum iPhone 7 bzw. 7 Plus häufen sich ja momentan wirklich tagtäglich. Und genau aus dem Grund möchte ich euch in diesem Video eine kleine Zusammenfassung über die wohl wahrscheinlichsten Gerüchte zu Apples neuem Flaggschiff geben. Viel Spaß! Fangen wir auch direkt mit dem ersten Gerücht an, und zwar soll das iPhone 7 laut Gerüchten keinen Klinkenanschluss mehr haben. Das bedeutet dann im Grunde genommen, dass man zum einen Bluetooth-Kopfhörer verwenden müsste oder man kauft sich sehr teure Lightning-Kopfhörer, was ich nicht ganz so sinnvoll fände. Oder Apple stellt einfach einen Adapter her von Lightning auf Klinkenanschluss und man verwendet dann den. Und im Grunde genommen finde ich diese Entscheidung von Apple ziemlich sinnvoll, weil die Audioqualität von Bluetooth-Kopfhörern ist mittlerweile ja wirklich auf einem ziemlich hohen Level. Und wenn Apple diesen einen Schritt tut, werden es wahrscheinlich auch die anderen Hersteller wie Samsung, HTC, LG und so weiter in ihren Smartphones übernehmen. Und dann werden wir in Zukunft wohl unsere Musik einfach kabellos hören. Viele Smartphones kann man ja bereits über die sogenannte Wireless Charging Technologie kabellos aufladen. Und zumindest wenn man den Gerüchten glaubt, soll das dann auch beim iPhone 7 der Fall sein. Und zwar müsste man sein iPhone dann einfach auf so einen Brick legen und es würde dann aufladen. Ich finde die Technologie wirklich ziemlich interessant und ich denke, im Alltag ist das auch sehr praktisch. Von vielen Leuten wurden ja bereits beim iPhone 6 bzw. 6S die Antennenstreifen auf der Rückseite kritisiert. Ich persönlich fand die jetzt auch nicht so sonderlich schön, und beim iPhone 7 soll es dann einfach eine neue Rückseite aus einem anderen Material geben und somit fallen dann einfach die Antennenstreifen weg und es soll immer noch eine gute Empfangsqualität geben. Schon seit längerem gibt es ja Gerüchte zu einem etwas günstigeren iPhone, und zwar soll es dann laut Gerüchten ab April einen kleinen Refresh des iPhone 5S geben. Also immer noch mit 4 Zoll Display, aber einfach ein minimal überarbeitetes Design, eine bessere Kamera, ein schnellerer Prozessor und so weiter. Und damit will Apple dann wahrscheinlich einfach in den Budgetbereich einsteigen. Angeblich wird das iPhone 7 auch eine Dualkamera erhalten, also so ähnlich wie beim HTC One M8, sodass man dann im Nachhinein beispielsweise den Fokuspunkt verlagern kann oder einen 3D-Effekt erzielen kann. Aber ich denke ganz ehrlich, dass das keinen allzu großen Sinn ergibt und auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Apple sowas im iPhone 7 verbaut, ist relativ gering. Bereits in der Vergangenheit gab es ja einige wasserdichte Smartphones, wie beispielsweise das Samsung Galaxy S5, und laut Gerüchten soll dann auch das iPhone 7 vor Wasser geschützt sein, wobei ich mich dabei frage, wie Apple das Ganze halbwegs intelligent lösen will. Beim iPhone 6S war ja die sogenannte 3D-Touch-Technologie eine der Hauptneuerungen und beim iPhone 7 soll es dann unter Umständen sogar einen druckempfindlichen Home-Button geben, sodass man beispielsweise durch ein etwas leichteres Klicken einen Schritt zurückkommt, und ich finde diesen Ansatz wirklich ziemlich interessant und würde es sehr begrüßen. So wie gewohnt werden beim neuen iPhone wahrscheinlich auch wieder die Specs und der Prozessor geupdatet, und zwar wird es dann wahrscheinlich einen Apple A10 mit einem Motion 10 Co-Prozessor geben und auf dem iPhone wird iOS 10 laufen. So, das waren dann also die Gerüchte zum iPhone 7 und 7 Plus. Mich würde jetzt noch interessieren, was ihr so für Erwartungen an das neue iPhone habt. Schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über eine positive Bewertung, euer Feedback und in den Kommentaren freuen. Ein Abo wäre natürlich auch nice. Bis zum nächsten Mal. Ciao!